Willkommen hier wieder bei Mario und Rabbids im Kingdom Battle. Oder so ähnlich. Wie ihr seht, wir sind immer noch mit einem Tutorial, haben gerade Welt 1-2 bestritten und mit der riesigen Sonnenblume geredet. Und sind immer noch dabei, die Grundlagen zu erlernen. Ach, guck mal, hier ist eine Röhre. Mal sehen, wo die hinführt. Ich habe Beine. Ah, guck mal, das ist genau diese Röhre, die ich eigentlich haben wollte, wegen diesem hier. Krank. Nun gut. Dann tun wir uns das mal an und laufen den ganzen Weg zurück. Also, hier gibt es ja mehr Geheimnisse als in fast allen Mario Worlds zusammen. Gucken wir mal. Wie kommen wir jetzt da runter? Ach. Ach guck, die Fahnen haben sich auch geändert, nicht gerade. Ciao. So, welches Modell haben wir jetzt freigeschaltet? Rabbit Peach. Nein, ich wollte die Münze noch haben. Na egal. Egal, wir haben jetzt hier alles gesucht. Und auf eine Münze kommt es jetzt, glaube ich, auch nicht so an. Okay, hier ist das nächste Rabbit Feld. Ja, gut. Wir mit Mario anfangen. Ach, okay, man kann den Sprung nur einmal machen. Aber das wird blöd, weil dann der da hinten auf mich schießt. Dann machen wir den erstmal. Genau. Kalt? Dann schießt doch drauf. Vor allem, wie cyberkinetisch der sich dahin kniet. Komm, jetzt kannst du ihn nochmal auslöschen. Das ist doch genau das, was wir sehen wollten. Den Pio weg. Es ist nur die Frage, wie kommen wir an den Typen da hinten ran? Ob das was bringt? Ja, ne, so ein bisschen. Großdeckung hat er jetzt aber dadurch auch nicht mehr. Zu laut ist. Ja, Fernseher runter drin hier. Beschleunigen. Ach, das ist nur noch der eine. Nee, doch nicht. Erstmal Peach hier in Sicherheit bringen. Dann haben wir ja nur noch mal sehen, ob das jetzt was bringt, wenn wir den jetzt dahin. Boah, wie auf den Millimeter gegossen, hä? Hat aber noch nicht gereicht, ne? Ne, hat noch nicht gereicht. Schade. Das wäre es jetzt gewesen, nochmal so mit so einem coolen Abschluss, aber nein. Wo rennt der denn jetzt schon wieder hin? Vor allem, wie weit kann der denn laufen? Wo ist er denn da hinten? Da können wir ihn hier in Deckung bringen und dann das versuchen drauf zu schießen, müsste ja eigentlich. Ist ja eine Schusswaffe, ne? Komm, Peach. Oder Rabbit Peach. Warum hat hier eigentlich immer ein Handy dabei? Oder er? The Rabbit.
Also es sind immer zwei. Oh, da ist schon wieder die Sonnenblume. Eine geizige Sonnenblume, wie geil ist das denn, ey? Und ja, wir haben die Sonnenblume als Dings gekriegt. Als hier, na komm, sagt schon. Als 3D-Modell. Aber ich sehe, da hinten ist so eine Kanone und wieder so ein Kistenteil, was wir natürlich gerne haben wollen würden. Also ich jedenfalls. Frage ist nur, was können wir denn damit machen? Ernsthaft? Das Symbol selber sagt doch schon, was man machen kann. So, wie komme ich denn jetzt hier ins Pausenmenü? Ich will endlich mal ins Pausenmenü, verdammt. Vielleicht können wir irgendwie hier über das... Warum hast du es noch nicht gelernt? Das kann doch nicht so schwer sein. Ach guck mal, da ist Toad. Vielleicht bringt er es uns ja bei. Vielleicht kann ja Toad... Okay. Bevor wir das ausprobieren, gehen wir in diese Röhre rein. Der arme Toad hat seine Toadette verloren. Ja, schlimmer könnte es nicht sein, ne? Manch einer würde sich über sowas freuen. Wenn ich mal ein bisschen Ruhe und so, aber... Nicht der arme kleine Toad. Vor allem, warum ist diese Kanone hier blau? Sollte das jetzt so? Okay, was soll ich machen? Blaue Münzen sammeln innerhalb von 20 Sekunden, okay. Boah, hoffentlich schaffen wir das. Eieiei. Gott sei Dank müssen wir die nicht auch noch innerhalb der Zeit einsammeln. Das jetzt schon wieder eine neue Waffe, die Turbine. Na gut. Waffen nehmen wir doch gerne an, ne? Also ich jedenfalls. Wo ist denn Toadette? Toadette! Vielleicht sollten wir einen Facebook-Aufruf machen. Wir suchen Toadette. Habt ihr sie gesehen? Ach, interessant. Mit Leuchten. Diese Leuchttulpen. Ach, guck mal, da ist sie. Hallo, Toadette. Hmm.
Wer schickt denn immer dauernd die Nachrichten? Wer ist dieser ZB? Ich bitte doch darum, der Name ist auch wirklich richtig schlecht, oder? Wie kann man ein Betriebssystem mit das Bloink nennen? Wer ist dieser größte Fan, bitte? Ist das dieses Mädchen, oder was? Okay. Pilzpalast, wir kommen. Bitte lass Peach auch irgendwo festgeklebt. Ach, schade. Doch wieder 1:1 den Geschmack. Die Beine da mit dem Hut, ey. Sehr geil. Nur ob ich das sehen will, was die gebastelt haben. Ich weiß nicht, ob ich mir das angucken will, aber das könnte schon mal interessant sein. Wenn es das ist, wofür die wir die Waffen kriegen, genau. Gut. Wir brauchen natürlich eine Waffe, die mehr Schaden macht. Ich hätte gerne eine Waffe, die mehr Schaden macht. Was ist denn? Was? Komm, den gönnen wir uns. Ja. Mal sehen, was haben wir denn noch so? Was auch immer zur Hölle dieser Honigschaden ist. Also das sieht doch schon mal wesentlich mächtiger aus hier. Die Turbine. Können wir uns aber noch nicht leisten. Na gut. Da wir uns ja beides angucken sollen, tun wir das auch mal so ein bisschen. Okay, da ist es falsch. Und da hinten habe ich eine Truhe gesehen, die ich unbedingt mir irgendwie vielleicht holen möchte, sollte. Okay, hier ist irgendwie... Thank you.
Ja, oder auch nicht. Okay, sind wir hier irgendwie wieder in einem Kreis gerannt. Das sieht auch nicht... Okay, hier kommen wir nicht rein, weil wir... Man muss doch nur schieben, Leute. Schieben. Und ich wette, wenn wir hier so reingehen. Kommen wir nicht daraus, wo ich es gedacht habe. Naja. Aber wir haben eine Truhe gefunden, das finde ich auch schon mal nicht schlecht. 3D-Modell von Toadette. Toadette. Die gute alte Toilette. So, aber bitte, wir können hier rein, ne? Ja. Wo kommen wir jetzt hin? Einmal quer durchs Schloss. War ja klar. War ja irgendwie so klar, ne? Und gut, können wir vielleicht irgendwie hier noch dahinter? Mit der haben wir ja schon gesprochen. Ja, nee, ist richtig. Und am Ende klebt Bowser mit dem Rücken oben auf dem Turm oder was? Ja, da waren wir schon. Hier. Mal sehen, was das kann. Ach. Okay, hier kann man die 3D-Modelle. Ich glaube, einen haben wir schon übersehen. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt er ja später. Seht mal da. Höhen. Dann werden wir doch mal locker flockig da mal hinfahren. Laufen. Was bist du? Okay. Irgendwas mit bohren und irgendwas mit reinschieben da. Ja, das... War schön und gut, dass da jetzt diese... Okay, das ist ja kein Problem. Vielleicht kriegen wir jetzt noch eine neue coole Waffe. Oder Luigi steckt drin. Das ist eine neue Waffe. Aber die sagt schon so... Nein. Und Abflug. Aber hier waren wir doch zum Schluss gar nicht. Oder doch? Gucken, wo diese Röhre hinführt. Wenn er jetzt gleich die Lampe rechts kommt. Ja, okay. Hier waren wir schon. Dann fahren wir schnell zurück. Und ich sage euch, wenn euch dieser Part bisher gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch da oder ein Abo und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder bei Mario und Rabbids Kingdom Battle.